I'm coming home. Willkommen zur Web Talk Show. Heute sprechen wir über einen der wahrscheinlich schönsten Filme, die das deutsche Fernsehen 2020 zu bieten hat. Und wir reden mit dem Hauptdarsteller und Autor. Herzlich willkommen, Oliver Vnuk. Wo bist du und wie geht's dir? Ich bin in meiner Küche oder in unserer Küche und mir geht's sehr gut. Es ist ein bisschen früh und habe nicht so gut geschlafen. Aber das Faultier auf deiner Tasse macht einen guten Eindruck. Wir reden über deinen Film Das Leben ist kein Kindergarten. Du spielst den Freddy. Wer ist das und warum ist denn sein Leben kein Kindergarten, obwohl der ja eine wirklich wichtige Rolle in seinem Leben spielt? Nee, also Freddy ist, wohnt in Konstanz. Das ist schon mal das Schönste am Ganzen, weil es ist meine Heimatstadt und ich durfte da den Film in meine Heimatstadt setzen und konnte mir da so einen lebenslangen Traum erfüllen. Und Freddy ist ein Erzieher, hat aber Medizin studiert mit seiner Frau zusammen, beziehungsweise im Medizinstudium hat er seine Frau kennengelernt. Die arbeitet mittlerweile sehr erfolgreich in Zürich in der Kinderonkologie, eher in einem Konstanzer Kindergarten. Und ihre Karriere schreitet sehr voran und sie will, dass die Familie nach Zürich zieht. Und es geht in dem Film ein bisschen um die Stellung von Mann, Frau, Karriere, die Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Und es geht um ein Paar, das sich von Anfang bis Ende liebt. Und das ist eine ganz besondere Liebe, denn für gewöhnlich entdeckt man in jeder Serie, in jedem Film eine Liebe, die irgendwie schon so vor sich hin bröselt. Irgendwie ist das schon nicht mehr ganz das Richtige. Oder eine Liebe, die vor einem so übertriebenen Spannungspunkt steht, wie bei Dark zum Beispiel, dass man weiß, okay, das muss reißen. Und bei euch beiden habe ich beim Zugucken immer gedacht, Alter, die lieben sich wirklich. Die haben große Gefühle füreinander. Die arbeiten beide hart daran, dass das funktioniert, obwohl ihr ja in einer nicht ausweglosen Situation wart. Du hast das Buch geschrieben. Hast du auch beim Casting mitgesprochen, wenn du gern dabei hättest? Oder hast du gesagt, komm, das entscheidet ihr? Also ich hatte da jetzt keinen direkten, ich hatte da kein Vetorecht oder so, oder ich weiß es nicht, aber ich habe natürlich insofern mitgesprochen, weil ich ja beim Casting anwesend war und angespielt habe und da das Ganze ja als Reihe konzipiert ist für die ARD, ist es natürlich besonders wichtig, dass man sich gut versteht, eben genau das, eben dieses, also man kann natürlich auch viel spielen, aber so eine gewisse Sympathie füreinander ist natürlich auch sehr hilfreich und wenn man vorhat, etwas über mehrere Jahre zu machen, ist Sympathie sogar eklatant wichtig. Und du hast eine der sympathischsten Frauen an deiner Seite, die wunderbare Maike Drosten. Sie war auch schon zu Gast in der Web-Talkshow. Ich feiere die so hart und habe mich so gefreut, euch beide zusammenzusehen. Wie war denn das erste Zusammentreffen beim Casting? Kanntest du sie schon oder hat der Funken unbekannterweise übergeschlagen? Ich kannte sie vor allem aus einem völlig anderen Zusammenhang. Mein lieber Kollege und Freund Bjarne Mädel, der hat ja lange mit ihr gearbeitet bei Mord mit Aussicht. Und ich kannte sie eher in dieser Rolle und habe mich da sehr überraschen lassen und wurde extrem überrascht, weil sie da eine völlig andere Seite zeigt. Für viele wahrscheinlich schon sehr bekannt, aber das ist eben das Ding, man ist halt immer auch so ein bisschen verhaftet im Kopf mit den Sachen, die von einem am bekanntesten sind. Ja, also ich kriege jetzt heute auch 5 Jahre nach Stromberg noch irgendwie Ulf auf der Straße hinterhergerufen, wenn ich das gewusst hätte, dass es so mal endet. Da hätte ich bei der Namensvergabe der Rolle doch noch ein Wörtchen gerne mitgeredet. Bist du denn mit Freddy happy oder hast du da lange überlegt, wie die Hauptrolle heißen soll? Nee, ich weiß auch nicht. Es gibt so Namen, also ich schreibe ja auch andere Dinge und meine Protagonisten, die heißen irgendwie immer so, wie ich wahrscheinlich gerne gehießen hätte. Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass dein Sohn dein Filmsohn einen der schönsten Namen überhaupt hat. Ja, richtig. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ich weiß, es war unbekannterweise, trotzdem habe ich es direkt als kleinen Gruß zu mir natürlich angesehen. Ich freue mich, dass das als Reihe angelegt ist, weil ich habe auch gedacht, oh nee, ihr könnt doch jetzt nicht einfach so aufhören. Ihr geht nicht mit dem klassischen Cliffhanger raus, aber an einem Punkt, an dem man sagt, jetzt will ich aber schon mehr sehen. Ist das Ganze denn quotenabhängig oder hat die ARD gesagt, uns überzeugt der Stoff schon jetzt, wir machen auf jeden Fall weiter? Ersteres, aber ich bin guter Dinge. Das Buch für die zweite Folge habe ich bereits geschrieben und wartet darauf, sehr bald und hoffentlich verfilmt zu werden. Weil ich finde wirklich, es ist was Besonderes und wie du schon gesagt hast, ich mag halt sehr diesen Ton und dieses Authentische, was du wahrscheinlich
ich weiß nicht, wie du es beschrieben hast, aber das ist das, was mir oft im Fernsehen fehlt und das ist das, wofür ich gerne einstehen würde mit dem, was ich mache. Und es gab wahnsinnig wenig Musik in dem Film. Normalerweise wird man immer sehr zugeschüttet, es ist alles voll mit Musik. Und als das erste Mal gesungen wurde, habe ich überlegt, Moment, gab es überhaupt Untermalung bis hierher? Warum diese Entscheidung? Warum hast du gesagt, es reicht, wenn wir uns aufs Sprechen konzentrieren? Also das ist ja nicht meine Entscheidung. Ich habe ja nicht Regie geführt. Das entscheidet natürlich die Regisseurin, die Katja Benrath hat das gemacht. Ich bin da natürlich sehr happy, weil ich oft im deutschen Fernsehen das Gefühl habe, umso mehr Musik da ist, umso weniger Vertrauen die Macher auf die Gefühle, die da transportiert werden, weil sie durch die Musik das immer noch ein bisschen aufpimpen. Ja, und dann sagen, oh, jetzt müsst ihr dies und dies fühlen, jetzt müsst ihr so fühlen wie die Musik. Und ich finde, bei richtig guten Filmen, wo was verhandelt wird und das ernst genommen wird, was da verhandelt wird, da ist es dann oft nicht nötig. Ich habe zwei Lieblingssätze aus dem Film. Okay, und? Und ich wette, einen von beiden kannst du erraten, welcher das ist. Ich weiß. Nenn mich nicht Schatz, wenn du mich scheiße findest. Sehr gut. Der andere ist das Nietzsche-Zitat wahrscheinlich. Ganz genau. Wirklich? Ah ja, okay. Ja. Wie war das nochmal, das Nietzsche-Zitat? Wenn du ein starkes Warum hast, dann erträgst du auch jedes Wie. Okay. Und dann sagt Maike in ihrer Rolle Juli, und wie geht dieses Wie? Oh, großartig. Großartig. Also man erwartet ja eigentlich eben, weil es so dieses ganz Klassische ist, okay, die trennen sich irgendwann oder die gehen auseinander und dann gibt es das große Happy End, so diesen ganz klassischen Stoff, den wir ja irgendwie erst 84 Milliarden Mal gesehen haben. Deswegen freue ich mich, dass ihr da ganz andere Wege gegangen seid. Und was ich so abgefahren finde, eure Figuren sind ja Erwachsene. So was ganz viele junge Leute nicht wissen. Erwachsene sind gar nicht wirklich erwachsen. Die sind immer noch Kinder, die sich nur erwachsen verhalten müssen, im schlimmsten Fall. Und dann stehen sich da diese beiden Liebenden gegenüber und reden ehrlich miteinander. Die sagen sich wirklich, die reden nicht drumherum, die sagen sich das direkt ins Gesicht. Ich glaube, das macht doch beim Schauspiel noch viel mehr Spaß, als wenn man etwas... Es ist ja sehr roh, die Figuren sagen es ja einfach. War das anders als sonst, wenn es so hinter 14 Metaphern vergraben ist? Ich kann es schwer beurteilen, weil ich habe es ja geschrieben. Also ich habe nur gemerkt, dass die Schauspieler sich sehr, sehr wohlfühlen mit den Texten und das nie groß über Texte oder über Rhythmik oder sowas diskutiert wurde. Das hat mich natürlich sehr gefreut, schon bei der ersten Leseprobe mit diesen tollen Kollegen, wo ich natürlich wahnsinnig nervös war, zu merken, dass das alles funktioniert und dass es einen schönen Rhythmus hat. Also ich schreibe ja viel so über den Rhythmus, das macht wahrscheinlich dann auch viel aus oder... Ich komme ja eher, sage ich mal, von der Comedy, wo Rhythmus ja das A und O ist, aber das ist auch bei emotionalen Szenen eigentlich. Und also ich bin einfach wahnsinnig froh, dass es auch nicht kitschig ist. Und das ist in Deutschland eben auch oft schwierig, dass man sagt, was mit Gefühl, ohne dass es gleich in den Kitsch gerät. Ja? Und was du natürlich beschrieben hast, freut mich ungemein, aber es durchbricht natürlich auch ein bisschen die Sehgewohnheit. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man erstmal abwarten will, wie es denn beim Zuschauer so ankommt und ob es akzeptieren kann, was wir da machen. Der Deutsche ist auch gewohnt, selten stolz zu sein auf das, was er tut. Als du den Satz geschrieben hast, nenn mich nicht Schatz, wenn du mich scheiße findest, hast du beim Schreiben so gedacht, der ist gut? Oder hast du gesagt, na mal sehen, wie der ankommt? Der ist gut, das weiß ich aber deswegen, weil der... das ist jetzt, ich gebe es einfach zu. Das ist, ist der Satz eines sehr guten Freundes von mir, den ich mir ausgeliehen habe. Und das ist natürlich schade, dass das jetzt für dich der schönste Satz des Films ist. Er ist noch nicht mal von mir, oh Gott. Dafür die anderen 18.557 Sätze. Ein sehr guter Freund von mir hat ein Lied geschrieben. Das heißt nämlich nicht Schatz, wenn du mich scheiße findest. Und da habe ich ihm vor 10 Jahren schon gratuliert, weil ich diesen Satz so hervorragend fand. Und das ist auch ein Konstanzer Freund und dieser Satz an dieser Stelle war eine kleine Reminiszenz an ihn. Ja, sehr gut. Dann ist ja wohl hoffentlich jetzt schon klar, welcher Song im zweiten Teil hoffentlich eventuell irgendwie vorkommt. So, ja. Im ersten Teil musste ich ja die Stimme meiner Frau dazu nehmen. Das war sehr schön. Ihr schneidet halt auch spannende Themen an. Ja, die Frau ist die gut verdient. Der Mann ist der seinen Lebenstraum verwirklicht, auf wirklich nach dem getreuen Motto, koste es, was es wolle, weil er in der Erzählung, ich glaube, ein Fünftel von dem verdient, was seine Frau verdient. Trotzdem sind beide sehr glücklich in ihrem Job und happy und verwirklichen sich, mal mehr, mal weniger glücklich, gerade deine Figur struggelt da. Ich habe sowieso den Eindruck, Freddy erlebt 3 Tage in der puren Hölle. Er ist mittendrin in einem Orkan und sieht an sich nur Kühe vorbeifliegen und versucht ab und zu mal herauszufinden, was da los ist. Musstest du dich doll da reinfühlen, weil, obwohl du es geschrieben hast, oder war es trotzdem eine schauspielerische, krasse Herausforderung? Schauspielerische Herausforderung, ja, immer. Also
vor allem, wenn man irgendwie was spielt, was man sonst in der Art so nicht spielt, weil ich ja, wie gesagt, eher auch also in dem lustigen Fach drin bin, also auch als Kommissar, den ich ja gebe, da bei Nord-Nord-Mord. Es ist zwar auch alles ernst genommen, aber es ist immer auch geguckt, wo die feine Ironie ist. Das ist ja hier auch so, also es ist ja nicht ohne Humor, was wir da machen. Es ist immer eine Herausforderung, einen Film zu führen, also einen Film zu tragen. Aber jetzt groß in was reinversetzen musste ich, glaube ich, nicht, weil die Art zu sprechen oder die Art, Konflikte zu führen, auch die Art ist, wie ich das privat tue. Also deine Frau hat gesagt, okay, das kenne ich ja alles. Ja, also ich glaube, die Art, wie man miteinander spricht oder wie man sich wahrnimmt oder so, das ist das, ja, das bin halt auch ein Stück weit ich. Und lernen sich die eigenen Texte, die man selber schreibt, leichter als andere? Nee, überhaupt nicht. Also das ist echt komisch, also das... Normalerweise ist es so, dass also schlechte Texte, da brauche ich ewig, um die zu lernen. Und sehr, sehr gute Texte, Ralf Husmann zum Beispiel, der Stromberg geschrieben hat, der konnte uns, also in den schlimmsten Phasen hat er uns 24 Stunden vorher das Drehbuch ausgehändigt, weil er war der Produzent auch noch und der Autor, das heißt, man konnte sich bei keinem beschweren. Und da, das war aber nicht schlimm, weil die lernten sich von allein, weil die halt so gut geschrieben waren. Und ich war da doch etwas irritiert, als ich merkte, wie schwer es mir fällt, meine eigenen Texte zu lernen. Aber hat ja alles geklappt. Glücklicherweise. Ich habe nicht drauf gewartet, aber ich war total begeistert von der Stromberg-Anspielung, die es auf jeden Fall gibt, die ja kein Zufall war. Inwiefern? Bei Das Leben ist kein Kindergarten gibt es eine Stromberg-Anspielung. Ist es so? Sag mal. Also an irgendeiner Stelle sagt deine Figur oder wird deiner Figur... Ach, stimmt, Frau Seifert. Ja. Ach, das ist wirklich interessant, was du sagst, weil witzigerweise habe ich damit... Nämlich die ehemalige Kindergärtnerin, die in Rente ging von meinem Sohn, die hieß Frau Seifert. Deswegen habe ich das geschrieben. Aber ich habe gar nicht darüber gedacht, dass Tanja Seifert, meine Frau in Stromberg, ja auch Seifert hieß. Ich meine, du hast den Film aber wirklich sehr, sehr genau geguckt. Das freut mich ja sehr. Hat man nicht viel Spaß gemacht. Also ich fühlte mich gut amüsiert. Und da habe ich natürlich gedacht, ah, wie schön, weil es auch nicht so groß gemacht wurde. Jetzt weiß ich natürlich auch, warum es nicht so groß gemacht wurde. Und natürlich kennen wir dich alle noch als Ulf und ich glaube, du wirst auch ein Leben lang, je nachdem wie lange du so jugendlich aussiehst, diesen Namen auch immer mal wieder noch hören. Ist Ulf denn im Nachgang eine Figur, die dich zum Teil, ich möchte fast sagen, neu definiert hat? Hast du was von Ulf übernommen, was vorher nicht in dir drin war, aber was du dann einfach gesagt hast, ach komm, das behalte ich? Oder ist Ulf kilometerweit weg von Oliver? Also Ulf selber ist natürlich kilometerweit weg von Oliver, aber was bei Stromberg oder was ich bei oder was wir alle, glaube ich, gelernt, also wir haben wahnsinnig viel von Christoph Maria Herbst gelernt, der damals, als wir angefangen haben, echt viel jünger war, als ich jetzt bin. Und aber wir haben alle sehr, sehr viel von ihm gelernt, wir haben wahnsinnig viel von voneinander gelernt und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, so ein Ensemble von 5, 6 Leuten zu haben, das. Also wenn das nochmal kommen sollte im Laufe einer Karriere, dann ist es echt ein doppelter Sechser im Lotto. Und da haben wir natürlich, also da habe ich, ich habe viel für den Rhythmus gelernt. Also viel, was jetzt auch das Drehbuchschreiben angeht, habe ich durch das Spiel mit dem Ensemble von Stromberg gelernt und durch Ralfs Bücher auch. Also Stromberg ist natürlich eine Legende im Fernsehen gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, bei der letzten Staffel gab es diese Kinotour und die auch hier in Berlin halt gemacht hat. Und da gab es die ersten 4 Folgen dieser Staffel. Ey, ich war schon in einigen Komödien in meinem Leben, von Ballermann 6 bis hin zu Fuck You Goethe. Aber was da im Kino los war, ey, du hast so viele Gags verpasst, weil du nur gelacht hast. Und ähnlich war es ja dann glücklicherweise bei dem Film. Die Grundidee beim Film war ja endlich mal raus aus dem Büro. Und da war die so, es war so eine Art Klassenfahrt. Du hast mal in einem Interview gesagt, es war wahnsinnig kalt und regnerisch. Davor haben sich alle beschwert, dass es in dem Studio immer so wahnsinnig heiß ist. Also... Stromberg war also durch und durch eine Produktion, die viel von dir abverlangt hat, ja? Ach nee, also ich finde ja, drehen ist ja immer wie Urlaub. Also das kann ich ja auch jetzt nach dem Lockdown auch wirklich bestätigen. Es ist natürlich schön in einem tollen, also nicht, dass ich schlecht wohne, aber es ist natürlich schön in einem tollen Hotel aufzuwachen, eine Dispo zu haben, wo drauf steht, wo man wann zu sein hat. Man muss da aber auch nicht selber hin, man wird abgeholt. In den meisten Fällen und man weiß, was man zu sagen hat, weil man einen Text auswendig gelernt hat. Man muss für das, was man da sagt, keine Verantwortung übernehmen. Und man kriegt noch für alles Geld und hat im Zweifel auch noch mit kreativen, netten Kollegen zu tun. Also das Arbeiten als Schauspieler an sich ist für mich persönlich wie Urlaub. Anstrengend sind die Phasen dazwischen.
die, bei denen man eben nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist halt ein Herzensberuf, ne? Man staunt immer. Und ich glaube, das erste Mal, wer genau hingeguckt hat, hat dich in Anatomie gesehen. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, dich habe ich nicht gesehen. Es lag hauptsächlich daran, dass ich ein großer Franka Potente-Fan war und auf den Gastauftritt von Sabrina Setlow gewartet habe. Im Trailer habe ich dich aber gesehen. Du sahst ungefähr aus wie 12. Hast du noch Erinnerungen an diese Zeit? Weil es war ja einer der ganz wenigen ernst gemeinten deutschen Horrorfilme, der auch noch ganz gut funktioniert hat. Sehr gut sogar, über 2 Millionen Zuschauer. Ja, ich war eben so ein Franka Potente-Fan und ich war eben, das war mein, genau, mein erster Kinofilm, richtig, mein zweiter Film überhaupt. Und das war natürlich alles wahnsinnig aufregend. Ich habe furchtbar schlecht gespielt, weil ich gerade, ich war mitten im Studium an der Theaterakademie und hatte natürlich auch diesen Theaterton drauf. Und es gibt eine Szene, für die ich mich heute noch schäme, da sitze ich bekifft auf dem Boden und Franka kommt rein und sucht irgendjemanden. Und ich spiele wirklich für die letzte Reihe, als hätte ich irgendwie in den letzten 24 Stunden nichts anderes getan, als zu kiffen. Es ist furchtbar und ich schäme mich immer, wenn der wiederholt wird. Aber es war natürlich ein tolles Erlebnis. Gleich danach habe ich ein schules Manitou gemacht. Das war ebenso toll und ich hatte da echt Glück, so einzusteigen. Und das sind wahrscheinlich auch die zwei Produktionen, die mich vom Theater weggebracht haben. Und das ist auch richtig so. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Hättest du denn damals gedacht, ich werde ein Leben lang von der Schauspielerei leben können? Ja, aber anders. Also meine Fantasie hat aufgehört, also ich bin ja in Konstanz groß geworden und habe ja diese Konstanzer Theaterschauspieler alle wahnsinnig bewundert und auch dort kleine Wurzen, also Wurzen nennt man kleine Rollen, spielen dürfen am Haus. Und mein großer Traum war, Ensemblemitglied im Stadttheater Konstanz zu werden. Da hat meine Fantasie aufgehört und das kam anders. Also ich wollte meinen Lebensunterhalt damit verdienen, bin aber nichts gegen Stadttheater und nichts gegen Theaterschauspieler, aber doch für mich persönlich sehr, sehr froh, dass es den anderen Weg genommen hat. Wie bist du denn zur Anatomie gekommen? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Haben die in Konstanz gecastet? Nee, ich habe in München studiert und da bin ich eingeladen worden. Das ist ja, also mein erster Film begann so, oder ich wurde für meinen ersten Film besetzt, weil ich auf einer Hochschulparty getanzt habe und mit ein paar Freunden zusammen. Und wir wussten aber nicht, dass diese Hochschulparty kurzerhand zu einer Trauerfeier für einen verstorbenen Lehrer umgewandelt wurde. Und wir haben uns, wir dachten, was ist denn hier los? Muss man ja hier mal Musik an, muss man laut und so. Und haben uns wohl ein bisschen daneben benommen. Und eine Casterin suchte damals für Jan-Josef Liefers und dessen Regiedebüt einen Mann, der in einer Boyband auftreten kann. Und so wurde ich besetzt. Also, ja, Franka Potente wurde ja auch auf der Toilette in irgendeinem Club von Nessie Nesslauer damals von der Casterin entdeckt. Und so geht's manchmal. Und wie bist du zu Stromberg gekommen? Tatsächlich durch ein ganz normales Casting. War das für dich damals in irgendeiner Form absehbar, dass das Fernsehgeschichte schreiben könnte? Nee. Nee, das war's. Aber das ist ja oft so. Ich weiß noch, dass der Christian Tramitz und ich, als wir Schules Manitou gedreht haben in Spanien, in irgendeiner Tapas-Bar, also wir haben ja in Südspanien gedreht, Tapas-Bar saßen und haben dann uns angeschaut und haben gedacht, das wird nix. Und jetzt ist es irgendwie, dann wurde es irgendwie in mehreren Ländern der erfolgreichste Film und ich glaube, wir hatten allein über 12,5 Millionen Kinobesucher. Man weiß das nie. Bei Stromberg war es, glaube ich, schon so, dass man gespürt hat, dass das was ist, was neu ist. Und wir waren natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, wir haben es ja nicht erfunden. Waren natürlich auch alle schon The Office-Fans und was da Ricky Gervais gemacht hat. Und Ralf Husmann hat es aber dann sehr, sehr toll, finde ich, im Gegensatz zu anderen europäischen oder weltweiten Produktionen, die versucht haben, The Office zu covern, hat es sehr klug ins Deutsche reingezogen. Und das oder hat das zu deutschen Problemen gemacht. Und ab der zweiten Staffel haben wir eigentlich mit The Office nichts mehr zu tun gehabt. Es wurde kritisiert auch von Tom Schilling unter anderem, dass eben bei Stromberg von Anfang an nicht offen gesagt wurde, dass das The Office ist. Und der Deutsche kannte ja The Office nicht. Ich glaube, Ralf Husmann hat es dann aber total geil gelöst im Ende des Stromberg-Films. Ich glaube, da war er in einem O-Ton auf dem Parkplatz sehen und sagte, es wäre ja, als ob man eine Serie aus dem Englischen nimmt und nicht sagt, dass das quasi nur ein deutsches Remake ist in irgendeiner Form. Also ich fand, das war letztendlich gut gelöst. Warum kritisiert denn Tom Schilling das? Ja, es war zu der Zeit, als Stromberg die ganzen Preise gewonnen hat. Und da kam eben diese große Kritik von Tom Schilling. Keine Ahnung, ob die damals groß gehört wurde. Ich habe sie gelesen. Das ist aber auch alles schon wirklich, das war, glaube ich, Stromberg zweite Staffel. Also
gefühlt 600 Jahre her. Ja. Weil jetzt sind ja alle Augen auf den Kindergarten gerichtet. Das Leben ist kein Kindergarten. Wird denn auch der nächste Film so heißen und kriegt er dann einen Untertitel oder ändert sich der Titel im Ganzen nochmal? Nee, das Leben ist kein Kindergarten ist der Film der Reihe. Der Name der Reihe. Und in deinem Kopf hast du ja bestimmt schon weitergesponnen. Hast du denn, kannst du mir eine Zahl sagen, wie viele Filme es gibt oder bist du geheimniskrämerisch? Also ich hätte, ich habe die Geschichte im Kopf für 4 weitere. Aber danach wäre nicht vorbei, wenn es nach mir ginge. Also ich meine, mit der Ausgangsposition ist es ja super, weil es lohnt sich halt allein, weil man sieht, dass zwei Menschen miteinander gegenseitig Kompromisse suchen und finden und dass man eben wirklich auch Kompromisse machen muss, um miteinander eine geile Leistung einzubringen und das eben auch zu schaffen. Und dann ist noch von deiner Figur der Vater taucht aus dem Nichts aus. Ich hatte durch den Film auch mal die Gelegenheit zu googeln, wo denn eigentlich Konstanz ist und wie weit die Entfernung zu den anderen Orten sind. Es war also auch eine Lehrfahrt für mich und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen hoffe ich, dass viele Leute den Film sehen. Er ist natürlich auch in der Mediathek noch eine ganze Weile abrufbar. Das Leben ist kein Kindergarten. Geschrieben von Oliver Nuck, auch in der Hauptrolle. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in der Web-Talkshow. Eine Frage. Hast du Kinder? Nee. Dann finde ich es noch schöner, dass der Film dir so gut gefallen hat. Vielen Dank. Ich danke dir. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch gilt, die Welt ist ein wundervoller Ort. Bitte sorgt dafür, dass es so bleibt. Bis morgen. Was ich noch nie gesagt oder erzählt habe, ich habe am rechten Fuß, wenn man vom Knöchel an der Seite, einen sechsten Zeh.